Manche Grünen geben sich heutzutage als recht moderat, sie kleiden sich sogar recht bürgerlich. De facto betreiben sie eine antichristliche Politik und teils sind sie radikal. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir immer mehr werden, damit wir eine Gegenstimme gegen diesen Tendenzen in der Politik und in der Gesellschaft aufbauen können. Sie befinden sich im Kanal der Aktion Kinder in Gefahr. Mein Name ist Matthias von Gersdorf. Worum geht es? Sehr viele Wahlen stehen vor der Haustür. Bald sind sogar die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Und alle Leute beginnen natürlich zu werben. Ja, wen darf man wählen, wen soll man wählen und wen soll man nicht wählen? Und in diesem Kanal möchten wir uns auch dazu äußern. Das werden wir auch im Laufe der Zeit machen. Und heute möchte ich eigentlich über die Grünen reden. Ja, die Grünen sind, was Gesellschaftspolitik angeht, die katastrophalste Partei in Deutschland. Und zwar alle Themen, die für christliche Wähler oder christlich orientierte Wähler wichtig sind, haben sie Positionen, die schlichtweg inakzeptabel sind und dadurch sind sie nicht wählbar. Ich beginne mit der Familie. Sie planen im Grunde genommen eine völlige Dekonstruktion des christlichen Familienbegriffes. Das heißt, die Idee, dass eine Familie besteht aus einer Ehe aus Mann und Frau und dementsprechend einer Familie ein Mann, Frau plus Kinder. Das wird völlig, soll völlig abgeschafft werden, das soll völlig dekonstruiert werden und das ist jetzt auch vorgesehen, sehr noch in einer viel drastischeren Art und Weise wie in der Vergangenheit im geplanten Grundsatzprogramm. Sie betreiben auch eine Genderpolitik, die die Auflösung der christlichen Anthropologie, das heißt der christlichen Vorstellung, was ein Mensch überhaupt ist. Ja, das heißt, das ist eine radikale Auflösung der christlichen Anthropologie und auch mit entsprechenden politischen Konsequenzen. Sie wollen diese Gender-Ideologie massiv in den Schulen ausbauen, schon in der Grundschule. Ja, diese Gender-Ideologie, so wie sie die Grünen vertreten, ist völlig unvereinbar mit christlichen Positionen. Aber es gibt auch andere Themen, ich erinnere, zum Beispiel das Thema Lebensrecht. Ja, immer mehr Grüne vertreten gegenwärtig eine militante Position gegen das Recht auf Leben der Ungeborenen und fordern zum Beispiel die absolute Abstreichung des Paragraphen 218 Strafgesetzbuch. Das würde bedeuten, ja, dass Abtreibung unmittelbar vor der Geburt erlaubt sein würden. Unter anderem wird das auch gefordert von der Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt, die sich ja besonders konservativ und sogar christlich gibt. Dennoch ist sie dafür, dass im Grunde genommen Abtreibung de facto bis zum 9. Monat erlaubt werden können. Aus diesen Gründen und mehreren Gründen sind die Grünen unwählbar für Christen. Es ist auch ein Skandal, dass die CDU und die CSU im Grunde genommen sich dumm stellen und überhaupt nicht gegen diese radikalen Positionierungen der Grünen protestieren. Sie müssen das tun, sagen, okay, so geht das nicht. Wir können auf keinen Fall eine Koalition machen mit einer Partei, die dermaßen christliche Werte und Prinzipien verletzt. Deshalb ist es wichtig, dass wir eigentlich auf diese Dinge aufmerksam machen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, besuchen Sie ja unsere Links, die in der Beschreibung sind. Vereinigen wir uns, werden wir stark. Tragen Sie sich ein in unseren Mitteilungsblättern, elektronischen Mitteilungsblättern. Besuchen Sie die Petition, also unsere ganzen Kampagnen, die ich unten verlinkt habe. Das ist wichtig, dass wir zusammenbleiben und wir diese Gegenstimme zu dieser grünen Dominanz in den Medien eben stärken. Vielen Dank für das Zuhören und das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.